Der israelische Botschafter Yaakov Hadass Handelsmann hatte am Montagabend anlässlich des Nationalfeiertages seines Landes am 14. Mai zum Empfang in das Hotel Intercontinental geladen. Der sogenannte Unabhängigkeitstag kennzeichnet das Ende des britischen Mandats und erinnert an die Staatsgründung von Israel 1948. Gleichzeitig wies Hadass Handelsmann auf das 50-jährige Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen im kommenden Jahr zwischen Deutschland und Israel hin.